Wappy Boy ist unterdessen nicht mehr Platz 1 im Melonen, es ist jetzt ein Deutscher. Allerdings nicht ich, denn ich bin ein Schweizer, aber auch ich erzähle euch heute, wo es bei mir aktuell weitergeht im Melonenkrieg, wo ich aktuell stehe und was ich plane. Außerdem reden wir heute darüber einfach mal über das Thema Livestreams und ob ich eventuell künftig mal hier auf YouTube streame. Bewertet also das Video, lasst ein Like oder ein Abo da und rein da. If I was the sinner, would you be the preacher, would you be my... Als erstes herzlichen Glückwunsch an Hoch Lukas, du hast es geschafft, Wappy Boy, um genau eine Melone zu überholen im Leaderboard. Wie auch immer man das schafft bei diesen krassen Zahlen an Farming Jobs, die man mittlerweile bekommen kann, genau um eins drüber zu sein, das musst du mir mal erklären. Schreib das gerne mal in die Kommentare, falls du das Video hier siehst, das würde mich echt interessieren. Aber ja, wo stehe ich aktuell? Auch ich bin tatsächlich im Melonenkrieg nach wie vor drin, habe allerdings da ein bisschen zurückgeschraubt in den letzten Wochen, weil ich wollte ja unbedingt erstmal alle Skills auf 50 haben und das habe ich auch. Ich habe Fishing und Mining noch auf 50 gemacht und seit letzter Woche habe ich, wie gesagt, auch Mining auf Level 50 und seither grinde ich tatsächlich auch wieder Melonen und habe auch meine Minions wieder auf Melonen umgestellt. Da ich auch maximale Minionanzahl Slots habe, also 29 Stück und 29 Tier 11 Melonen Minions dementsprechend aufgestellt habe, habe ich auch da so gesehen die maximale Produktion. In den Melonen Minions drin sind aber keine Hyperkatalysten momentan, sondern erstmal einfach überall Flycatcher und Lava Buckets noch mit drin. Und selbstverständlich natürlich Super Compactor, und ich produziere keine Dias mit meinen Minions, sondern ich gehe wirklich auf maximalen Melonen-Output. Und wie das so läuft, das werden wir sehen. Ich werde auf jeden Fall nicht mit meinem Level 100er Rabbit AFK auf der Insel, weil ich ehrlich gesagt Wichtiges zu tun habe. Aber das ist eine andere Sache und ich werde auf jeden Fall damit auch aktiv Melonen produzieren. Aber hauptsächlich, wo meine Melonen momentan auch herkommen, oder wirklich der größte Teil, ist tatsächlich vom selber Farmen. Mit dem Melon Dicer, Turbo Melon 5 drauf und hat doch auch Level 53 mittlerweile und bei den Perks, die man sich zusätzlich noch kaufen kann, bei Anita bin ich mittlerweile auch bei 20% nochmal extra Drops. Also ich farm so zwischen 1,6 und 1,8 Millionen Melonen in der Stunde momentan, was sehr, sehr nice ist und auch wirklich gut klappt. Und ja, wie es da weitergeht, das werden wir sehen. Aktuell bin ich auf dem Weg zu 94 Millionen Melonen in der Collection. Ich werde wahrscheinlich demnächst dann bald mal die 100 Millionen erreichen. In den Top 100 bin ich auch nach wie vor. Ich war ja mal auf Platz 35, das war meine beste Platzierung. Aber eben dann kamen viele Leute mit Melonen-Minions, weil sie gemerkt haben, dass die gut für Dias sind und so weiter. Und ich kämpfe mich jetzt da nach und nach zurück, weil ich glaube, das Schlechteste, wo ich mal war, war so Platz 125 circa. Aber eben jetzt bin ich da wieder in den Top 100 drin. Und es geht langsam aber stetig wieder nach oben. Erstmal will ich mich aber auch mal ganz klar bei euch bedanken für euren Support, weil der ist wirklich krass, muss ich sagen. Ich wollte eigentlich schon öfter mal am Anfang vom Video einfach sagen, hey, vielen Dank für den Support oder vielen Dank für das Feedback auf das letzte Video. Aber ich möchte heute das einfach mal speziell hier erwähnen. Das ist ja eigentlich schon seit mehreren Monaten so, dass ich ja auch mehr Videos hochlade mittlerweile, weil ich ja weniger Streams mache. Na? Deswegen, ich lade jetzt immer zwei Videos pro Woche hoch. Im Moment, früher war es ja teilweise nur ein Video pro Woche oder sogar noch weniger dann, je nachdem. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich Spaß an YouTube momentan. Ich mache wirklich sehr, sehr gerne diese Videos. Das Einzige, was hier ein bisschen kritisch manchmal ist, ist die Themenempfehlung tatsächlich. Weil grundsätzlich nehme ich immer so das, was im Livestream oft gefragt wird, mache ich jeweils ein Video dazu. Also das, was euch halt so gesehen am meisten interessiert, dazu mache ich immer ein Video. Und dadurch, dass man nicht mehr so viel streame oder eigentlich so gut wie gar kein Skywalk mehr streame, zumindest nicht auf Twitch, dadurch ist es ein bisschen schwierig tatsächlich geworden, manchmal so gute Themen zu finden. Aber ich sehe auch wenn ich mal irgendwie etwas mache, was jetzt nicht so populär ist, dass ihr das trotzdem schaut und auch wirklich aktiv kommentiert. Und das ist wirklich das Wichtigste. Und da freue ich mich immer sehr darüber und ich habe wirklich Spaß, diese Videos zu produzieren. Momentan eben ist es so, dass ich immer am Donnerstagnachmittag und meistens am Sonntagvormittag, Mittag jeweils ein Video hochlade. Na, ich habe nicht so feste Uhrzeiten, ich finde es eigentlich noch spannend oder ich finde es jeweils noch schön, wenn ich so selber einfach so sage, so, jetzt starte ich das Video raus für euch und dann werdet ihr benachrichtigt, falls ihr die Glocke aktiviert habt oder auch im Discord gibt es ja jeweils die Benachrichtigung, falls ich ein neues Video hochgeladen habe. Und eben, wenn ihr auch mal Themen habt, oder wirklich auch mal Videos haben wollt, spezifische, ihr könnt das sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben.
was euch denn mal interessieren würde, weil ich bin immer auf der Suche nach Themen. Oftmals, wenn ein neues Update rauskommt, ist natürlich klar, dann mache ich schnell ein Video dazu. Und ja, mir ist auch immer wichtig, nicht einfach schnell, nicht immer der Erste zu sein, sondern schon auch möglichst oft immer alles komplett drin zu haben. Falls es dann mal nicht so ist, dann haben wir immer den guten Flachdachs, der noch ein bisschen ergänzt in den Kommentaren. Ich pinne ja seine Kommentare jeweils auch immer an, falls er noch Ergänzungen hat. Deswegen na, auch da einfach mal vielen Dank. Aber ja, wir bleiben beim Thema YouTube, und zwar ist es ja auch so, dass ich tatsächlich überlege, mal hier zu streamen. Ich habe vor gut 3,5, ja bald 4 Jahren mal auf YouTube gestreamt, einen Monat lang. Ich habe das einfach mal ausprobiert, weil das damals noch relativ neu war. Damals dieses klassische YouTube Gaming, da habe ich mal so ein paar Minecraft PvP Streams gemacht, und ich muss sagen, es hat mir eigentlich noch Spaß gemacht. Allerdings, na, da war mein Kanal noch viel kleiner, respektive viel inaktiver, und es waren nicht wirklich viele Leute dabei jeweils. Aber jetzt, ich muss sagen, einfach ich glaube, der Kanal, der ist sehr, sehr gut aufgebaut, und ich freue mich auch wirklich immer zu sehen, wie die Videos angeklickt werden, sobald ich ein neues hochgeladen habe. Deswegen, ich gehe ja relativ stark davon aus, dass wir doch eine gute Zeit haben könnten zusammen, wenn ich mal einen Stream auf YouTube hier mache. Ich bin tatsächlich mir auch am Überlegen, eventuell meinen Affiliate-Vertrag mit Twitch auslaufen zu lassen. Ich gehöre ja zu den allerersten Affiliates, die Twitch hatte. Also wenn man Affiliate auf Twitch ist, dann kann man gewisse Features halt nutzen, die sonst eigentlich nur Twitch-Partner nutzen können, aber Twitch-Partner bin ich ja leider nicht. Aber ich bin mir tatsächlich am Überlegen, weil ich halt eben einer der ersten bin, der Affiliate war. Mein Vertrag läuft deswegen nämlich Ende Jahr aus, also wenn ich den nicht erneuere, dann würde ich da so gesehen rausfliegen aus diesem Programm, oder ich kann es auch selbstständig kündigen, falls ich möchte. Falls es übrigens andere Streamer unter euch gibt, die sich fragen, wie das geht, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Na, es gibt da gewisse Möglichkeiten. Und ja, ich bin mir tatsächlich am Überlegen, nicht mehr weiter Affiliate auf Twitch zu sein, weil dadurch hätte ich auch die Möglichkeit, auf Twitch und auf YouTube gleichzeitig zu streamen. Dann als Affiliate darf man das nämlich nicht. Aber ja, grundsätzlich einfach mal die Frage, oder wir können auch gerne in den Kommentaren darüber diskutieren, wie würdet ihr hier auf YouTube, ich spreche jetzt explizit euch hier auf YouTube an, weil ich habe wirklich auch gemerkt bei den einzelnen Giveaways, die ich schon gemacht habe, es gibt ja wirklich sehr viele Leute unter euch, die ausschließlich hier auf YouTube unterwegs sind, oder auch viele Leute, die jeweils kommentiert haben für ein Giveaway, habe ich mir gedacht, so hey, ich glaube die Person, die ist noch nie irgendwie in meinen Twitch-Livestreams gewesen, das hatte ich locker bei 2/3 von euch so einen Eindruck. Deswegen, ich finde es eigentlich auch ganz spannend, dass ich hier auf YouTube teilweise eine ganz andere Community als auf Twitch habe, und ich glaube gerade deswegen wäre es auch spannend, einfach mal hier auf YouTube mit euch einen Livestream zu machen. Da ist natürlich auch die Frage, was würde ich dann in einem Livestream machen? Selbstverständlich nicht ganz dasselbe, wie ich in meinen Videos mache, denn meine Videos dienen ja grundsätzlich als Tutorials oder eben verschiedene Erklärungen oder eben Informationsvideos, wenn ihr ein neues Update rauskommt und so weiter. Und in Livestreams würde ich halt in dem Sinne einfach zocken. Natürlich auch Skyblock, weil andere Spiele spiele ich ja auch durchaus, aber das möchte ich halt nach wie vor dann auf Twitch streamen, zum Beispiel wenn ich eben mal League of Legends oder CSGO oder auch mal irgendein Storygame oder so spiele. Ich bin ja eigentlich relativ breit interessiert, was das angeht. Aber ja, hier auf YouTube, wenn ich hier mal streamen würde, dann wäre das auf jeden Fall ein Skyblock-Livestream, und wir würden da vielleicht Melonen grinden, oder wir würden, wenn hier ein Spooky Festival ist, zum Beispiel zusammen angeln, oder je nachdem, wer halt Präsident ist, zum Beispiel ein Slayer machen die ganze Zeit und so weiter. Und ich würde natürlich aber selbstverständlich auch eure Fragen beantworten, falls welche da sind. Allerdings eben, ich würde natürlich, wenn dann schon auch sehr viel auf meine Videos verweisen, weil ich glaube, ja, ich würde es einfach mal grob behaupten, grob die Hälfte so aller Skyblock-Fragen, die immer wieder gestellt werden, werden auf meinem Kanal in allen Videos, die ich schon mal produziert habe, wahrscheinlich irgendwo beantwortet. Und damit bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr zu dem Thema Livestreams steht, und aber auch, was ihr vom ganzen Melonenkrieg momentan immer noch haltet und wie es bei euch aussieht. Steigt ihr auch ein? Wollt ihr auch Platz 1 in Melonen werden? Oder habt ihr auch irgendein Ziel, um auf die 100 Millionen oder auf die 1 Milliarde Melonen zu kommen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf euer Feedback, und vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr neu seid. Bis zum nächsten Mal. Peace out.